Heute geht es also um Formel-1-Wagen. Und wie du hier siehst, haben wir hier irgendwelche Formel-1-Wagen, die gerade mitten im Rennen sind. Und wir nehmen mal an, dass sich all diese Autos um diese Kurve herum bewegen. Sagen wir mal ungefähr so. Und wir nehmen auch noch an, dass sie während dieser ganzen Bewegung eine konstante Geschwindigkeit haben. Konstante Geschwindigkeit. Geschwindigkeit von, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, was ist denn realistisch für so ein Formel-1-Auto? Ich sag mal 100 Kilometer pro Stunde. Soll auch nur ein Beispiel sein, muss nicht komplett richtig sein. So, meine interessante Frage an dich ist jetzt, wenn die mit einer konstanten Geschwindigkeit hier rumfahren, werden die dabei beschleunigt? Also findet hier Beschleunigung statt? Beschleunigung. Beschleunigung. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich kurz Pause machen und erstmal drüber nachdenken. Aber ich fange schon mal an, weiter zu erklären. Die meisten würden jetzt natürlich sagen, ja gut, also wenn sich die Geschwindigkeit nicht ändert, dann wird das Ding wahrscheinlich auch nicht beschleunigen. Soweit wir wissen, Beschleunigung ist ja Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit. Und wenn sich da nichts dran ändert, warum sollte das Ding denn beschleunigt werden? Aber dann könntest du dich genauso gut fragen, gut, wenn das denn wirklich so ist und es keine Beschleunigung gibt, warum macht dieser Typ denn eigentlich überhaupt das ganze Video? Und viel wichtiger, warum ist denn eigentlich diese Frage so interessant? Und deine zweite Eingebung war natürlich richtig. Die Autos werden, während sie um die Kurve fahren, beschleunigt. So, jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum ist das so? Und um das beantworten zu können, und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich jetzt gerade das Video hier aufnehme, ist, dass du dabei halt wissen musst oder unterscheiden musst, ob die Geschwindigkeit ein Vektor ist oder ein Skalar. Wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang haben wir dazu auch schon mal ein Video gemacht. Und zum Erklären versuche ich mich einfach mal an einer kleinen Zeichnung. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ich versuche mal das Bild, das wir da rechts haben, ein bisschen vereinfacht hier nochmal darzustellen. Das hier ist unsere Kurve und das hier sind diese komischen kleinen Marker innerhalb der Kurve. Zack, zack, zack. Und dazwischen ist noch ein bisschen rot. Rot, 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 rot. Und außen ist noch ein bisschen Gras drumherum. So. Und wir wollen uns mal, einfach nur, um es ein bisschen einfacher zu halten, nur auf, sagen wir, das Auto hier oben beschränken. Also auf den Red Bull, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Also, wenn der jetzt hier kommt, dann fährt er ungefähr hier gerade. Das ist ein bisschen lang geworden. Machen wir mal lieber einen kleinen Kasten draus. So, das ist viel hübscher. Das ist also unser Red Bull. Erkennt man ja, denke ich, oder? Und der macht jetzt also folgende Bewegung. Der will hier um diese Kurve rum. Und wenn wir uns jetzt mal seine Geschwindigkeit angucken und die hier einzeichnen, dann hat die eine gewisse Richtung. Und die hat auch eine gewisse, hat auch einen gewissen Wert. Also man zeichnet Vektoren, so wie ich es hier gerade gemacht habe, immer als Pfeil. Wobei die Richtung, in die der Pfeil zeigt, auch die Richtung von dem Vektor ist, also bei uns von der Geschwindigkeit. Und die Länge des Pfeils gibt dabei an, wie groß die Geschwindigkeit ist, also den Wert. In unserem Beispiel jetzt hier 100 Kilometer. Würde das Auto 100 Kilometer pro Stunde. Würde das Auto also doppelt so schnell fahren zum Beispiel, müssen wir den Pfeil auch doppelt so lang zeichnen. Und was hier jetzt eigentlich passiert während dieser Bewegung ist, dass sich die Richtung der Geschwindigkeit immer wieder verändert. Zack, und wenn er hier unten angekommen ist, dann fährt er ungefähr so. Das heißt, wenn wir uns nochmal zurück überlegen, zurückerinnern, was denn eigentlich Beschleunigung ist, dann hatten wir das ja so definiert, dass Beschleunigung die Veränderung der Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit ist. Also die Veränderung der Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit. Und mal angenommen, jetzt würde hier keine Beschleunigung stattfinden, dann würde ja, das hier oben ist ja seine Bewegung, dann würde sich das Auto die ganze Zeit eigentlich in diese Richtung hier weiter bewegen. Aber offensichtlich passiert das ja nicht. Das Auto fährt ja hier um diese Kurve rum. Und das passiert deswegen, weil sich die Geschwindigkeit ändert. Nicht der Wert der Geschwindigkeit ändert sich, aber die Richtung der Geschwindigkeit ändert sich. Das heißt, das Auto muss zwangsläufig beschleunigt werden, und zwar so, dass dass sich die Richtung der Geschwindigkeit in die Richtung immer wieder ändern kann. Du siehst ja, dass sich der Pfeil immer weiter nach innen neigt sozusagen. Was hier also wirklich passiert ist, dass diese ganzen Autos alle in Richtung
des Mittelpunkts dieser Kurve hier beschleunigen. Und wir gucken uns jetzt noch nicht die Mathematik an, die dahinter steckt. Das machen wir in späteren Videos noch. Aber du kannst ja mal drüber nachdenken, warum das hier alles eigentlich so ist und warum die alle in den Mittelpunkt dieser Kurve beschleunigt werden.